Kamera bewegen. Buh. Meinen die das hier oder was? Oh, da liegt auch Beute. Die Frage ist, wie man dorthin kommt. Ich wette, wenn ich hier jetzt springe, dann bin ich nur tot. Ich glaube, hier kann ich runter, oder? Ein Stück rüber. Ja, ich glaube, das sollte gehen. Hopp. Sehr schön. Gegenstand mitnehmen. Seele eines namenlosen Soldaten. Na klar, sehr gern. Und ich wette, wenn ich hier jetzt runterspringe, bin ich wieder unten am Anfang, oder? Oder auch nicht. Genau, durch den Nebel bin ich getreten, um dann einmal hier rumzulaufen. Und ich sollte mal zum Leuchtfeuer gucken. Ob ich ein bisschen ein Level machen könnte. Na, oh, ich drücke immer die falsche Taste. Ich werde nie hinkommen mit den Steinen, wenn ich immer die falsche Taste drücke. Ja. Verbrennen, Gegenstandskiste. Was heißt hier verbrennen? Menschenbild. Ein warmes, weiches, schattenartiges Bildnis. Damit könnt ihr Hüllenwerdung umkehren. Schwächt außerdem die Verbindung zu anderen Welten. Wenn ihr es in einem Leuchtfeuer verbrennt und verhindert so Invasionen. Und die meisten Kooperationen. Schaut man sich ein Bildnis genau an, erkennt man eine Menschenform, doch es hängt vom Betrachter ab, wessen Form es ist. Okay, das brauche ich jetzt eigentlich nicht gerade. Zaubereinstimmung, keine Zauber. Gegenstandskiste, keine Gegenstände. Ach, das ist der Dolch, den ich gefunden habe. Und das ist der Schrott, mit dem ich eigentlich jetzt nichts mehr anfangen kann. Wie viel Schaden hast du schon genommen, neues Schwert? Keinen. Das müssen die ätzenden Schleimer gewesen sein, die das andere Schwert kaputt gemacht haben. Okay. Na gut. Dann gucken wir uns jetzt mal den zweiten Nebel an. Ich habe keinen Stein verbraucht, um durch den Nebel zu kommen. Rechte Waffe zweihändig führen. Y. Na toll. Ihr seid mal wieder brillant. Y also. Danke. Ja, zweihändig. Schwerer Angriff. Kann man rechte Waffe zweihändig führen. Steuerung plus Mausrad klicken. Okay. Ja, Steuerung. Achso, plus Mausrad klicken. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich's. Ach, ist doch doof so. Können wir erstmal noch ein bisschen umsehen? Aber das zweihändig führen. Oh. Ja, toll. Springen, ne? Beim Sprinten, Sprintsprung. Jetzt seid ihr aber witzig. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja. Ja, springen,
Springen, springen, springen. Sprint, Schritt zurück, springen. Okay. Geht das nur beim Sprinten oder was? Aha. Okay. Versuchen wir mal unser Glück. Na also, schon besser. Gelbes Kraut, zweimal. Hohoho. Jetzt muss ich wieder zurückkommen. Wie grässlich. Oh Mann. Hopp. Na also. Also die Tasten hier sind echt noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Aber ich glaube, das war's in diesem Teil des Tutorials. Aha, sehr schön. Und du auch? Hier war ich doch schon, oder? Ja, genau, das ist dieses Tutorial hier. Deshalb war auch die Nebelwand weg. Ist hier dunkel und tot? Oder kann man hier reingehen? Nee, 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 das sieht aus wie Sturz in den Tod. War es das jetzt hier schon? Sieht so aus, da drüben ist noch eine Nebelwand. Die probieren wir doch mal aus. Und ab in die Nebel. Was haben die denn wieder für schlaues Zeug hier? Durchsucht eure Umgebung. Aha. Wie wollte ich das jetzt? So, erstmal wieder ein Schild in der Hand nehmen. Danke. Ah. Durchsucht eure Umgebung. Wenn ich hier meine Umgebung durchsuche, dann falle ich da irgendwo runter, oder? Schaffe ich doch nicht hier Sprung, nie im Leben. Autsch. Ah, untersuchen. Ja. Umstoßen. Aha. Ah, nervig. So. Doch. Ja, das hat auch mal wieder viel zu viel gekostet. Oh, da unten wartet einer. Sprungangriff, was? Oft gesehen, hat selten gut geklappt. Nicht mal in den Let's Plays von den anderen Jungs, von den Heldenhaften. Aber ich sehe hier auch jetzt nicht gerade, wo es weitergeht. Ach, wir machen es einfach, wa? Ja, der wartet darauf. Das hier ist das Tutorial, der ist dafür da, um von uns gesprungtötet zu werden. Na toll. Oder auch nicht. Ihr seid gestorben. Sehr schön. Na gut, war nicht dafür gedacht. Ich wollte doch nicht noch mehr von den Steinen wieder verbrauchen. Ja, ja. Marsch, marsch. So, dann bin ich mal gespannt, ob der Baumstumpf wieder steht. So, 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 so. Hier lang, hier lang, hier lang. Hier war das andere Tutorial noch, oder? Ah nein, hier war das. Gut. Perfekt. Ah, langsam eine gewisse Routine. Und hier drüben habe ich eine Leiter gesehen gehabt. Aber die Leiter ist nur zum Hochklettern.
Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich, wenn ich hier jetzt auf den drauf springe, das überleben kann. Oder ob ich immer tot bin. Aha. So hatte ich mir das beim ersten Mal eigentlich vorgestellt. Oh. Und wie kriege ich dich da? Oben runter? Ah, da ist die Leiter. Schneller, 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 schneller. Au! Er hat einen starken Angriff gemacht oder sowas. Meinen Block gebrochen. Okay. Sowas geht also. Oh, toll. Ist es jetzt gut, hier zu sein oder nicht? Oh. Ja. Ich habe nur noch 3 von den verdammten Steinen. Ich kann den nicht... Oh, shit. Ich bin jetzt also hier unten gelandet. Und ich kann hier nach oben gehen zum Leuchtfeuer. Oh, wenn ich den Sprung schaffe, fürchte ich. Der Sprung. Wie war der Sprung? Denke, denke. Denke... Okay. So war der Sprung. Theoretisch, theoretisch. Ja, ich bin das mit der Steuerung echt nicht so ganz gewöhnt. So, auf ein neues. Die erste Aufgabe ist ja eigentlich immer der Seelenhaufen. Da liegt er, da vorne. Und ich werde den mir holen, indem ich hier lang wieder gehe und hoffe, dass ich hier die Lochaktion überlebe. Ach ja, und die mit dem Typen hier. Sehr gut. Und wo ist der hier? Da ist er. Okay, das hat nicht geklappt diesmal. Da oben ist der andere. Zack. Und schieß nochmal. Okay. Au. Jetzt wird's knapp. So, los, hoch, hoch. Au. Oh, 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 oh. Und der hatte mein Schild gebrochen, ne? Der war das. Nicht sterben. Ah, ich muss unbedingt dann denken, dass ich die markieren muss, die Gegner. Ah, jetzt wird's riskant. Mit meinem Seelenhaufen. Wirklich sehr riskant. Hier war schließlich noch einer. Genau, da kommt er schon. Da ist mein Seelenhäufchen. So. Habe zurückgehalten. Sehr schön. Ach, natürlich, das ist wieder ein Baum. Ich Idiot. Nicht sinnlos springen, sondern gucken und denken. Gut. Kann ich jetzt ja nochmal ins Leuchtfeuer und mich wieder aufladen. Ist ja nicht weit. So, am Leuchtfeuer rasten, bitte. Oh ja, so ist besser. Und wieder aufstehen. Ich habe mir erst nicht so einen Kopf gemacht mit den Steinen, weil ich dachte, das ist dann wieder sowas wie diese Estus-Flakons. Einfach wieder ans Feuer und wieder schön aufladen, kein Problem. Aber irgendwie kriege ich diese Steine nicht so nach. Die werden nicht aufgeladen. Ja,
Soll ich mal versuchen, den zu töten? Ja, machen wir. Was sollen wir sonst machen? Irgendwas müssen wir hier machen. Aber ich glaube nicht, dass ich das Vieh hier getötet kriege. Okay, und wenn ich hier runterspringe, gibt es hier einen Weg wieder hoch. Ah, gibt es einen Offizier. Okay, da ist noch mehr als einer. Ja, okay, das wusste ich nicht. Ist okay. Da hat sich also noch einer versteckt. Cool. Ja, okay, dann hole ich mir also jetzt mein Seelenhaufen mit etwas Glück wieder. Ja. So viel dazu. Hoffentlich gelingt mir das überhaupt. Nicht, dass die jetzt meinen Seelenhaufen da irgendwie so hingelegt haben, dass ich den nicht wiederkriege. Achso, da war ja der Typ. Aus dem Weg. Ich habe hier was Wichtiges vor. Ja, hier lang bin ich runtergegangen. Weg da, weg da, weg da. Gott, 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 Gott. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Oh, gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Na, über den Baum kommst du wohl nicht, wa? Doch. Nee. Oder doch? Ich gehe mal noch ein Stück weiter. Okay, ich werde das Ganze am Leuchtfeuer mal kurz resetten. Und dann werde ich versuchen, da schnell ranzugehen und mir meinen Loot zu holen. Oh, ich habe eben schon wieder fast aus Versehen Stein verbrannt. Das ist echt gefährlich hier für mich. Nun gut. Das heißt, ich muss da schnell ran und dann mir das schnappen und dann abhauen. Sonst wird das nichts. Ja genau, mit der Sprint-Taste. Und nicht den Gegner hier vergessen. Oh mein Gott, ich muss da so ran und dann gleich... Ah, verdammt, ich hab's vergeigt. Jetzt folgen die mir wieder ewig, ne? Andererseits ist das vielleicht gar nicht schlecht, wenn die mir folgen. Oder? Nee, ich habe nicht das Gefühl, dass ich denen irgendwas entgegensetzen könnte. Ich konnte ja nicht mal diese kleinen Schweinchen irgendwie platt machen. Geht er wieder zurück auf seinen Startplatz? Ah, nicht ganz. Der andere, der guckt auch nur jetzt in die Richtung und nicht wieder andersrum, oder? Dreht er sich wieder? Ah, doch, die gehen wieder richtig zurück auf ihre Grundposition. Oder auch nicht. Naja, es klingt nicht so, was ich hier höre. Das klingt, als wenn ich hier so einen Angriff von oben machen könnte irgendwie, aber da liegen extra die Steine, damit man es nicht machen kann. Ich will meinen Loot wieder haben, verdammt. Da liegt's. Verdammt, 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 verdammt. Oh, nein, was? Lauf! Oh. Miese Viecher.
Aber ich glaube nicht, dass ich da einen Kampf machen sollte. Das ist definitiv nicht mein Kaliber. So.